Ja, grüß dich, es ist Freitag, das heißt Zeit für einen neuen Weekend-Flow. Ja, heute mache ich mal wieder eine Übung für die Brustwirbelsäule und für deine Schulter. Das heißt, wenn du zum Beispiel nach vorne geneigte Schultern hast, ist die Übung sehr gut für dich geeignet. Oder wenn du ab und zu hier Blockaden hast oder auch Schmerzen hast, so zwischen den Schulterblättern oder unter den Schulterblättern, dann ist diese Übung für dich ebenfalls sehr gut geeignet und du wirst auch sofort einen Unterschied merken. Oder aber auch, wenn du eine Beweglichkeitseinschränkung in der Schulter hast, auch dann ist die Übung auch für dich gut. Ja? Okay, also eigentlich ist die Übung für jeden gut, der jeden Tag sitzt und nach vorne arbeitet. Ja? Und du brauchst wie immer überhaupt nichts. Das heißt, du kannst die Übung jederzeit und überall machen. Das ist das Schöne bei meinem Training, bei meinem Faszientraining. Du brauchst nicht mal eine Faszienrolle und hast den gleichen Effekt, sogar noch mehr Effekt, als die Faszienrolle dir bietet. Wenn du da Interesse hast, da habe ich auch hier ein YouTube-Video, kannst du gerne mal reinschauen. Ich kann es auch hier verlinken, dann kannst du dir das Video einfach mal anschauen. Da erkläre ich dir die Wirkung der Rolle und wie meine Übungen wirken. Die wirken nämlich noch ein bisschen anders als die Rolle. Und beanspruchen somit noch oder andere Aspekte werden da berücksichtigt. Somit sind diese Übungen auch viel, viel effektiver. Probier es einfach aus und du wirst den Unterschied spüren. Ja? Und nicht nur spüren, du wirst ihn vor allem dann merken, wenn du mal eine Woche gar nichts machst. Dann wirst du den Unterschied auch noch spüren. Und wenn du die Rolle mal eine Woche nicht verwendest, dann fängst du nach der Woche wieder von vorne an. Und das ist das Geile bei meinen Übungen, da ist das nicht der Fall. Ja, du wirst immer noch beweglicher sein, als bevor du mit den Übungen angefangen hast. Probier es einfach aus, test es aus. Das ist auf jeden Fall die Erfahrung, die ich gemacht habe. Okay, jetzt genug erzählt, geht's direkt los. Und zwar ist einmal mit der Hand auf deine Schulter fassen. Dann klappst du quasi hier den Ellbogen ein. Jetzt gehst du mit den Ellbogen quasi hier nach vorne zur anderen Seite. Also rechter Ellbogen geht zur linken Seite rüber. Ja? Dann klappst du den Ellbogen auf Schulterhöhe quasi aus nach hinten und ziehst den Ellbogen so weit in deinen Rücken, wie es geht. Schaust mit hinterher. Jetzt muss ich mich mal ein bisschen rumdrehen, damit du es besser siehst. Also schaust hinterher. Jetzt streckst du den Arm aus und machst die Hände, spreizt auch richtig ab. Also richtig hier abspreizen und jetzt schiebst du hier in die Länge. Klappst den Ellbogen wieder zusammen, gehst wieder nach vorne rein, klappst ihn wieder raus und zack, 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 zack. Und dann merkst du sofort, was sich da tut, dass es hier vorne schön zieht, aber auch zwischen den Schulterblättern. Wie gesagt, mach direkt die Übung mit. Zack, 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 zack. Jawohl. Ja, und das Ganze machst du 10 Mal pro Seite und dann machst du die andere Seite. Ich zeig das mal von der Seite, damit du es besser siehst. Ja, ich habe hier eine dicke Jacke an, deswegen sieht man es. Ich hoffe, man kann es gut erkennen, aber ich denke schon. Und wieder zack, 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 zack. Zack, zack. Zack, zack. Ja, wie gesagt, pro Seite 10 Mal. Ja, dann würde es mich freuen, wenn du einfach mal deine Erfahrung hier kommentierst, einfach mal reinschreibst, wie du dich so fühlst mit den Übungen und was die Übungen bei dir bewirkt haben. Ja, und natürlich einen Daumen da lassen, wenn es dir gefallen hat und vor allem, wenn es dir auch was gebracht hat und diesen Kanal doch einfach auch abonnieren, damit du immer eine Nachricht bekommst, wenn ich ein neues Video hochgeladen habe. Okay, dann sei noch gesagt, wenn du ein ganzes Programm von solchen tollen Übungen haben willst, ich verschenke zurzeit mein Einstiegsprogramm von Remove Your Back. Link findest du in den Beschreibungen. Also, wie gesagt, kannst du gerne anfordern und ja, dann wirst du den Unterschied spüren. Okay, dann bis im nächsten Video, dein Tobias. Ciao!